Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fishing Planet mit dem Underwater Frank. Heute mit dem Crappy Valentine Cup. Wir wollen jetzt am ersten Qualify teilnehmen. Das ist in Mudwater in Missouri. Jetzt geht 2 Stunden. Man kann zwischendurch, wie gesagt, hatte ich ja in der letzten Folge auch schon erzählt, man kann zwischendurch auch pausieren. Man hat jetzt quasi 2 Stunden Zeit bis morgen früh um 10 zu angeln. Es geht um weißen Crappie, nur Posenausrüstung, Setzköcher, 10 Fische werden gewertet, also die 10 schwersten, also am besten dann wirklich 10 Trophies. Ja, weißer Crappie, das sind hier nochmal die Preise. Und es kommt, die Top 20 kommt weiter. Ein Spieler muss ein Top 20-Ergebnis. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass nur die besten 10 weiterkommen, sondern die Top 20. Und später im Halbfinale geht es dann auch um die Top 20. Also 60 Leute kommen quasi ins Halbfinale. Und die besten 20 kommen dann ins Finale. Gut, also dann gehen wir mal auf meine Ausrüstung. Ich habe jetzt hier mal die Phoenix 450 genommen. Hornet Swarm 5000. SE. Fluoro 04. Böhnförmiger Schwimmer. Raute 2 Haken. Mückenlarven habe ich jetzt einmal. Man kann hier aber auch unterschiedliche Köder nehmen. Also mit Marshmallows wurde, glaube ich, auch gesagt. Blutegel ist so ein kleiner Geheimköder hier vom Lutzemei. Hallo Lutzemei. Ja, Grill und Heuschrecke steht zwar drinne, aber Heuschrecke ist dann doch eher der Forellenbarsch. Ja, Maden haben wir hier noch, die Mückenlarven. Und ja, was war sonst? Ja, das war es auch, ne? Also Maden, Mückenlarven und Blutegel werde ich jetzt mal probieren. Und dann gucken wir mal. Gut, dann gehen wir mal auf die Karte. Haben wir jetzt eigentlich alles dabei. Lizenzen hatten wir ja schon unlimitiert. Dann reisen wir jetzt mal los. Wie gesagt, ich werde das Video eventuell ein bisschen zusammenschneiden, weil 2 Stunden ist dann doch schon ein bisschen heftig. Ich werde dann so die besten 10 zusammenschneiden. Ich gucke mal, mit wem ich jetzt gerade im Chat bin. Kann euch auch nochmal kurz zeigen bei den Events, wie es momentan, das läuft ja schon ein paar Stunden, das Turnier jetzt. Momentan sind platziert, ja, halt mehrere BB-Leute. Das ist jetzt die Top 10. Und dann gucken wir mal, ob wir es vielleicht in die Top 20 schaffen. Also ihr seht, also der erste Platz hat 6,9, der 10. hat 6,6. Also ich denke mal so bis 6,3 vielleicht sollte man schon sein, um in die Top 20 zu kommen. Gut, dann legen wir mal los. So, Events. Und dann gehen wir hier auch gleich an den Steg. Qualify 1, los geht's. Ja, Petri Dank, ne? Du bist ja jetzt schon eine Weile dabei. Welchen Platz bist du jetzt gerade? Oha. So, wir gehen hier vorne gleich an den Steg. Nehmen jetzt erstmal die Phoenix. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo habe ich hier die Phoenix? Ich glaube auf R2, ne? Die Phoenix mit Mückenlarven probieren wir jetzt erstmal. Ja, jetzt haben sie das hier so ein bisschen zugebaut. Ich sehe das gerade. Man sieht das Holz nicht mehr. In der letzten Folge, wo ich hier noch den Level Guide gemacht habe, da hat man das Holz noch gesehen. Das ist irgendwo dahinter auf 15 Meter oder so. Ich schmeiß mal aus. Oha, oha, oha. Wie viele Meter sind das jetzt? 14. Ja, lassen wir mal liegen. Ich habe jetzt Tiefe 1,20 Meter eingestellt. Und dann gucken wir mal, ob jetzt was beißt. Wir haben es jetzt 8 Uhr morgens bei Mischwetter. Mückenlarven. Ja, was hast du sonst noch so genommen an Ködern? Mückenlarven und. Okay, ich habe schon den ersten. Oh, weißer Kreppi. Da haben wir schon den ersten. 0,266 Kilogramm. Ja, es gibt wieder Trophy-Zeiten, also dass halt zu einer bestimmten Zeit halt hauptsächlich Trophys beißen. Und die Zeit müssen wir natürlich dann abpassen. Jetzt habe ich natürlich einen Hänger hier. So, 13 Meter müssen wir jetzt mal liegen lassen. Ja, also wichtig ist auf jeden Fall, dass wir so viele Trophys wie möglich angeln. Die gehen so, sag ich mal, kann ich nachher auch gleich nochmal gucken. Bis 700, bisschen über 700 Gramm. Deswegen der erste mit seinem 6,9 Kilogramm ist natürlich schon top. Also. Zeit rennt hier. Okay. Schnell. Die Bisse sind halt echt mau mit der Blutköderei. Mit Blutegel. Ja. Dauert ewig immer, bis da mal einer anbeißt. Ja, vielleicht ist es vielleicht auch ganz gut, mal die Spots zu wechseln. Also hier Ja. vielleicht ein, zwei an dem Spot, dann ein, zwei an dem anderen Spot. Ja. Vielleicht ist das besser, dass so die
die Frequenz halt erhöhst. Weil immer nur an einem Spot angeln, das ist ja... Das habe ich mir immer so gedacht. Wahrscheinlich ist es besser, ab und zu mal den Spot zu wechseln. Ja, es reichen ja auch zwei Spots, ja. Wenn du an dem einen zwei, an dem anderen zwei und dann wieder hin und her. Denke ich mal, ich wechsle mal kurz. An einen Spot gehen hier. Gehen wir nochmal zu dem Baumstumpf hier. Wie gesagt, reicht ja, wenn man da ein, zwei gefangen hat, dann kann man da wieder rüber wechseln. Genau, wahrscheinlich, dass nur intern im Spiel das berechnet wird, okay, da wird der Spot gewechselt. Genau. So ungefähr, um vielleicht das Beißverhalten ein bisschen zu erhöhen. Ja. Ja, das könnte sein. Das ist bei dem Karl-Hechtturnier ja auch so. Ja. Beim Forellenbarsch auch. Poolbarsch. Okay. Da musst du auch zwei Spots, also die kannst du aber von einer Position auswerfen, das ist das Gute. Krabby Meister 3 bin ich gerade geworden. Oh, GZ. GZ. Hast du was X-Series-mäßiges freigespielt? Ja, eine Mono 05er. Okay. 1500 Meter. Ah. Und 3 Bitcoins. An dem anderen Spot geht auch nicht allzu viel hier. Ich bin jetzt gerade bei dem Holzstamm hier. Unten? Ne, oben. Also gegenüber der Boote. Oh. Fliegt er wieder durch die Gegend hier, alles klar. Ich geh mal einen Spot weiter hier. Dem Holzstamm, das gefällt mir immer nicht so. Ah, da ist ein bisschen buggy da. Ja, weil die Pose da durchdreht. Muss ich nochmal entgegenwerfen hier. Davon habe ich auch ganz gut Erfolg gehabt. Also einen richtigen Köder, mit dem ich nur Trophys fange, habe ich jetzt hier auch noch nicht gefunden. Hm. Aber die meisten hatte ich mit dem Blutegel. Aber da ist halt die Bissfrequenz wieder so mau. Hm. Ja, wie hier, ne? Ja. Aber da weißt du wenigstens, dort fängst du nur Trophys. Ja. Ja. Du hast halt eigentlich auch eine Menge Zeit, wenn du das von Anfang an so durchziehst. Mhm. Du siehst ja, 2 Stunden sind schnell rum, ey. Das hört sich immer viel an, 8 Ingame-Stunden, aber das ist ruckzucki weg. Das geht leider schneller, als man denkt. Ja. Oh, Zuppler, jetzt habe ich wieder einen Trophy. Komm. Werde ich hier nochmal auswerfen und dann gehe ich wieder. Und da ist er. Wer da ist? Ja, 737. Okay, GZ. So, welchen tausche ich denn aus? Ich hab hier noch einen 248er. Na, frei. Ah, das Freilassen ist auch ein bisschen buggy, ne? Ja, das war bei mir auch. Das ging immer erst beim zweiten Mal draufklicken. So, Platz 89. Also ich kann euch den Spot empfehlen. Wenn ihr oben spawnt, ein Spot weiter runter zu gehen. Also, dass ihr quasi nach oben werft an den Baumstamm. So auf 18 bis 20 Meter. Okay, ja, ich geh mal rüber. Dass man da wenigstens mal so ein, zwei fängt und dann wieder rüber geht, weißt? Dass man so ja. die beiden Spots beangelt, das ist wahrscheinlich besser. Wenn alles gut läuft, hast du sofort einen Zuppler, ne? Hast zwar die Schlaufe, ne? Weil der Köder... Die Pose treibt ja ab, aber geht eigentlich.
Ah, wieder Zuppler. So, jetzt habe ich meine beiden und dann gehe ich gleich rüber wieder. So, mal sehen, wie schwer du bist. Oh, er zuppelt aber ganz schön lange. Oh, jetzt kommt er. Na komm, wie schwer bist du, mein Freund? Oh, 613. So, 250. 250 ist der leichteste. Oh, Platz 83. Dann gehe ich wieder rüber. Oh, danke, danke. Was hast du Gesamtgewicht bis jetzt? 5,2. 5,2, okay. Noch 32 Minuten. Da geht auch noch ein bisschen was. Ja, da werde ich jetzt ein paar Mal hin und her wechseln hier. Also die Zuppler kamen auch sehr schnell, ne? Ja, ich bin gerade auch grad. Ich habe auch schon eingefangen. Na siehst du. Ist doch super. Ja, sowas nennt man dann auch Spielmechanik, so ein bisschen durchschauen, ne? Ja. Es ist leider so aufgebaut, das Spiel. Bisschen schade, aber... Ja, aber viel anders ist gar nicht möglich. Nee. Hab auch schon einen zweiten jetzt. Mal siehst du. Gucken, ob jetzt an der alten Stelle wieder was zuppelt. Zwei hatte ich da jetzt an der einen. Gucken. Oh, ja, Zuppler. Jetzt geht's wieder. Und da ist er. Ah, wie schwer bist du? Oh, 718. So, 266. So, jetzt habe ich nur noch Trophys drin. Platz 70, 5,7. Das ist, glaube ich, so meine Region. Hier hat, glaube ich, auch 5,7 irgendwas. Mhm. Ja, Lutzumai, Platz 68, 5,713. Ne? Ja, das werde ich jetzt die ganze Zeit so machen. Immer zwei an der einen, zwei an der anderen. Ne? Ich merke, dass bei der einen nichts mehr geht, dann gleich zur anderen rüber. Ja, ich glaube, das ist gut. Ja. Denk mal, die oben auf den ersten 20 Plätzen sind, die machen das auch nicht anders. Ja. Weil du musst ja wirklich mehrere Trophys angeln, weil mit 10 Trophys hast du auch mal ein 400er Trophy dabei, da kannst du knicken. Richtig, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die 2 Stunden am gleichen Spot stehen. Nee, nee, nee. Ist zwar angenehm, aber... Mal gucken, ob gleich nochmal ein Zuppler kommt, noch ein zweiter und dann gehe ich wieder rüber. Da müssen wir uns für Rocky Lake auch 2 Spots suchen. Ja, ja. Ja, ich guck gerade mal, ob ich noch einen anderen finde, ja. Wenn wir es denn hier nicht schaffen sollten. Wenn wir es hier schaffen, ist, hat sich's ja für uns erledigt. Richtig. Ja, bei mir sieht's schlecht aus. Noch 3 Minuten, 91. Platz. Ah. Wird schwierig. Ah, da wird's schwierig, ja. Aber Nadine hat noch Chancen, die ist 43. Oha. Nicht schlecht, ne? Ob jetzt noch was zuppelt hier, dann gehe ich gleich wieder rüber. Eine halbe Stunde habe ich noch. Oh, Zuppler. Na komm. Noch ein großer. Oder. Ach, Köder wurde gefressen. Jetzt gehe ich rüber. Schade. Einmalig jetzt. Ah, okay. Wieder rüber.
Oh, Zoppler. Komm. Hat zwar jetzt schon eine riesen Schlaufe, aber... Das macht nichts, die beißen eigentlich dann ganz gut. Mhm. Hatte ich gerade auch. Na komm, beiß. Jetzt weg. Ah, da ist er wieder. Na komm, der Lauf ist schon riesig. Er will nicht, doch jetzt. Oha, 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 oha. Aber noch rausgekriegt. Oh, 611. So, 368. Der kleinste. So, Platz 57, 5,9. GZ. GZ. Danke, danke. 6,688 ist der 10. Platz. Ja, Top 20 reicht ja. Ja, stimmt. Ja, die kann ich nicht sehen. Nee, die siehst du auch nicht. Da müssen wir uns vorarbeiten, um zu gucken, was Top 20 ist. Ah, ich bin jetzt raus. 81. Platz. Gerade. Ah, es sind ja noch zwei Möglichkeiten. Ja. Ich finde es auch ganz gut, dass das nicht mehr alles an einem Tag ist. Ist echt stressig, ja, immer an einem Tag. Ja. 6 Stunden plus jeweils eine Stunde Pause, ey. Genau. Bist du 9 Stunden nur am Angeln hier. Ja. Ja. Oder habe ich den nächsten? Bis in der Nacht früh um 4. Oh, hoffentlich ist er schwer. Bitte, 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 bitte. Was ist das denn? Zwergwels? Ja, ich hab's auch schon gehabt. Ja. Ach du Scheiße. Aber 1,1 Kilo wäre natürlich schön. Das wurde crappy, ja. Damit wäre ich auf jeden Fall dann in der Top 10, ja. Ja. Ah, jetzt habe ich zu kurz geworfen. Bisschen zu kurz. Zuppler. Na komm, noch ein Rappi hier. Na, was ist das denn? Noch 23 Minuten, das ist knapp, ey. Die Plätze liegen, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Mhm. Ich glaube, ich muss wieder rüber zum anderen Spot. Ja, ich glaube, das Wechseln ist gut. Ja. Hier nämlich Toto. Ja. Ah ne, doch, Zuppler. Gleich mal animieren hier, komm, beiß. Da haben wir ihn. Mal sehen, was ist es? Das ist ein Crappy, oder? Ja, ein großer, glaube ich. Oh, 741. Lol. So, 410. 410 ist der kleinste. Skizz. Danke. Wo ist er denn jetzt? So, ich bin auch fertig. Und welchen Platz? 45. Ich bin Platz 32 mit 6,2 Kilo. Boah, Alter. Noch ein, also 6,2. 6,3 ist Platz 30. Oha. Da wird es schon Richtung 6,5 wahrscheinlich gehen. Ja, 6,5, ja. Also noch 1, 2 vielleicht. Noch immer so einen richtig dicken, ja. Über 700 dann hast du. Ja, so ein 741er ist natürlich eine Bombe, ne? Ja. Ja, 22 Minuten habe ich noch, 6,27 bin ich jetzt. Noch alles drinne.
Überlegt mal, hätten wir das vorhin schon die ganze Zeit gemacht mit den zwei Spots. Immer hin und her wechseln. Ja, danach ist man immer schlauer, ey. Naja, ist immer so, ne? Ja, ja. Die war immer so schön, steckst du nicht drin, ey. steckst du nicht drin, ne? Ja. Ja, muss man auf jeden Fall für Rocky League. Zwei Spots, ja. Ja. Ja, aber hier hat es eigentlich bloß so ein Schildfeld, das ist das Problem. Sonst hat es hier nur Steine. Ja, ich habe gehört, auf der linken Seite, da wo der Baumstamm ist, da soll man auch noch welche fangen. Okay. Ich bin jetzt gerade ganz rechts, da geht gar nichts. Ja, ich bin jetzt gerade links da. Ich bin gerade noch rübergekommen. Ach, 347, das nix. Den kann ich freilassen. Oh, ich habe gerade zum Schluss auch nochmal einen 724er gefangen, also Hoffnung besteht. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wenn ich hier zwei rausgeholt habe, dann wechsle ich immer. Ja, mache ich es ja nochmal spannend, wa? Ja. Ich sag ja, ich roll das Feld immer von hinten auf, ey. Ja. Hier ist jetzt halt wirklich nur das Problem, wenn du jetzt wirklich, sag ich mal, 19 oder 18 oder ja, wirst, dass sich dann das einer überholt. Halt ewig viel Stunden hinten dran, ja, und du weißt halt ja wirklich nicht, hast du es jetzt direkt geschafft. Genau. Das ist das Problem, ja. Aber heute Abend zum Beispiel, wenn die clever sind, holen die sich jetzt die Tipps. Wie hat es am besten funktioniert und machen es dann heute Abend genau richtig. Richtig, ja. Ja. Oh, Zuppler. Und noch ein großer jetzt. 6700. Oh, der nächste. Oha, 742. Alter. Oh, Alter. Reset. So, 463 ist der kleinste. 463. Wo machst du einen guten Sprung jetzt? Nochmal knapp dran. Platz 20, 6,553. Und ich bin umzingelt von BB-Leuten. also wenn ich jetzt noch ein paar Plätze hochsteige, dann kicke ich noch einen BBler raus. Also bisher habe ich einen BBler rausgekickt. Und wenn ich jetzt auf Platz 18 hochschnelle, dann kicke ich noch einen BBler raus. Aber schon mal Platz 20. Jetzt gibst du dir bitte Mühe. Jetzt gebe ich mir richtig Mühe, ja. Oh, meine Fresse, ey. Richtig spannend hier nochmal. So, jetzt noch einen großen. Ich habe nämlich noch einen 400er, glaube ich, im Cache. Jetzt noch einen 6-700er, dann habe ich auf jeden Fall noch mich noch gut verbessern. Wie lange hast du noch? Viertelstunde ungefähr, ne? 18 Minuten. 18, okay. Ah, da kannst du noch 3-4 fangen. Ja, denke ich auch. Noch ein bisschen dichter ranholen hier. 20 Meter. Puh, schon mal reserviert bisher. Oh, da ist von Platz 1 bis 20 gerade mal 500 Gramm oder 400 Gramm Unterschied. Oh, der nächste. 400 Gramm, ja. Ja, das so ist schon alles ist relativ nah beieinander. Gucken. 419, schade. Ich habe noch einen 484er und dann habe ich noch zwei 590er. Ja, und ich glaube, die BB-Leute sind eh schon fertig. Da komme ich wahrscheinlich, ja. Ob ich keiner mehr überholen. Muss ich mal ranholen. Also wenn es da El Kambi und der Stefan sind, die haben auf alle Fälle vor mir angefangen. Ja, die sind fertig sein, wenn sie da oben gerade sind. Ja. Ja, die sind auf jeden Fall durch. Die haben früh angefangen. Irgendwann um 3 oder so haben die angefangen.
Wir jetzt noch ein paar Plätze gut machen, ein bisschen Buffer aufbauen, bis morgen früh um 10. Ja. Ist noch eine lange Zeit. Ja. Ja gut, du musst halt immer sehen, die anderen müssen auch erstmal die großen Crabbies fangen, ey. Ja. Da ist ja auch Glückssache, selbst wenn du weißt, richtig, die Spots und so, ja, heißt es ja nicht, dass du jetzt nur 700 erfängst. Richtig, genau. Ja. Hast du hier schon was auf Blutegel gefangen? Ja, 3 Trophys habe ich ja schon gefangen auf Blutegel. Okay. Auch da an dem Baumstamm. Bei mir tut sich ja nichts. Ja, ich habe vorgespult? Ich glaube auf 17 Ohren, dann hatte ich relativ schnell 2 Stück und danach wird er ewig gar nichts mehr. Okay. Ich weiß auch nicht, ob hier auch die Tiefe ausschlaggebend ist. Wie viel hat's denn? 70 hatte ich, glaube ich. 70 oder 90. Ich probiere es jetzt auch nochmal auf 70 mit Blutegel. So, 15 Minuten noch. 1, 2 sind auf jeden Fall noch drin. Ah, ist ja nur eine ganze Stunde ingehen. Ja. Hier ist jetzt Tote Hose an dem Spot. Wieder rüber. Na, hier ist nichts mehr. Müssen wir noch mal rüber. Oh. Wer ist er hier? 642. Also, 581 jetzt ist der kleinste. Bloß nicht den falschen auswerfen, ja. Nee, 484 ist der kleinste. Ja. 484. Ja, Platz 9. 6,7. So, wieder im BBler rausgekickt. Jetzt guck, dass du noch einen hast. Dann bist du wahrscheinlich relativ mit großer Wahrscheinlichkeit dann dabei. Platz 9 ist ja schon mal nicht schlecht. 6,710. Eben, die müssen dich erstmal da überholen können. Ja. Da sind noch viele, viele andere. Hm. Das ist ja schon mal gut. Da hast du, sag mal, 11 Plätze, 11, die dich überholen können. Genau. Ja, sehr cool, ey. Mal gucken, wann Pantoffel sein Turnier macht oder ob er seinen schon gemacht hat. Ja. Ja. Oh, jetzt nochmal so ein 600er oder 700er und dann geht ab hier. Also der kleinste ist jetzt, glaube ich, 584. Nicht schlecht. Ja. Aber die beißen. Ja.
Die beißen hier in Dingens, in einem Rocky League noch schlechter wie in Modern Water. Um einiges schlechter, ja. Muss ich auch sagen. Oh, nächster. Komisch. Oh, 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 oh. Komm, 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 beiß, beiß, beiß. Wo ist denn der? Ach, da ist er. Na, wie schwer bist du? Ach, der ist leichter. 479. Der bringt mir nix. Oh, schon wieder ins Halbfinale. Das ist dann mein viertes Halbfinale. Das andere letztes Mal habe ich es ja nicht gepackt. Ja, das ist super. Das Gute ist ja auch im Halbfinale, jetzt kommen mal die Top 20 weiter. Das ist ja dann auch schon mal ein bisschen besser, dass man überhaupt mal irgendwann mal ins Finale kommt. Ja, Tampi hat ja letztes Mal sein erstes großes Turnier gehabt und ist gleich ins Finale gekommen, ne? Ja, ne? Hab ich gesehen. Okay, das war auch sein erstes Turnier. Das war sein erstes, ja. Krass. Ja, Lutzmann, ich würde sagen, alles richtig gemacht, ne? Also, nee, da, guck mal, hätte ich jetzt heute Abend 20.30 Uhr geangelt, hätte ich eure Tipps zum Beispiel nicht mehr gehabt. Ne? Ja, und ja. Da wäre ich, glaube ich, auch so ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Ja, ja, das passt schon so. Einer mit den Tipps geschafft. Mal gucken, ob gleich noch was zuppelt hier. 6 Minuten noch. Oh, ich bin auf Platz 10 runtergerutscht. Okay. Irgendeiner hat mich gerade überholt. Okay. Vielleicht auch ganz gut, dass ich keinen Livestream gemacht habe, ne? Ja. Könnten hier noch mehr Leute abgucken. Das stimmt, ja. Das würde ich sowieso nicht. Ja, gut, wenn ich jetzt im Finale bin oder so. Ja, gut. Ja, ist auch das, auch das blöd, ist aber ja live. Ja, das ist dann live, ja. Also das spielen ja alle. Ja, richtig. Zur gleichen Zeit, dann ist es egal, dann tätig ich es auch. Halbfinale ist ja auch gleichzeitig. Richtig, also Halbfinale richtig. Und Finale ist genau. Gleichzeitig. Ja. Oh, jetzt zuppelt gar nichts mehr, jetzt kann ich wieder rübergehen. Tote Hose hier. Aber jetzt, wo die so 20 Stunden Zeit haben, da würde ich es ja, nicht machen. Ja, nee. Also ich werde es jetzt verarbeiten, schon mal hochladen, aber auch erst morgen danach um 10 veröffentlichen. Ja. Vorher auf keinen Fall. Oh, da ist der nächste. Na komm. Eine Riesenschlaufe hier, ey. Na, mal gucken, wie schwer er ist. Oh, der sieht aber klein aus. Ach, 455. Wieder rüber. Hast du denn noch einen zweiten Spot jetzt gefunden? Bis jetzt noch nicht, nein. Ach, Mist. Aber die Tipps für Rocky League schneidest du raus, ne? Ach so. Na, wir haben ja noch gar keine Tipps richtig, ne? Ja, ich werde jetzt hier das Ende einfach, dann sagt ihr jetzt nichts mehr, weil das Ende würde ich schon so lassen. Ja. Die letzten 4 Minuten und dann würde ich halt eh nochmal morgen dann nochmal rein. Ja, gut, reinblenden ist jetzt auch Spaß, denn aber muss ich ja bis morgen warten. Aber ja, ich krieg das schon hin. Oh, da ist ja nicht. Ah, was ist das denn? Unterhalten.
Oh, der sieht ein bisschen größer aus. 705. So, 581 ist der kleinste. Ja, damit bist du eigentlich sicher dabei, hätte ich jetzt gesagt. Platz 4. Ja. Platz 6 ist TV Catch. Bin jetzt Platz 4. 6,834. Aber ich probiere trotzdem noch bis zu Ende jetzt. Ja, klar. Ja, ja klar. Aber damit bist du durch. Ich denke auch, ja. Wie lange hast du noch? 2,5 Minuten. Ich probiere jetzt nochmal kurz den einen Spot aus. Ja gut, viel Zeit ist ja nicht. Aber man kriegt sie ja schnell raus. Wenn sie beißen sollten, geht es ja eigentlich recht zügig. Ja. Ja, Spotwechsel ist echt best, ey. Ich habe sogar noch einen 580er, wenn jetzt noch irgendwie ein 700er oder so. Dann wäre ich, glaube ich, Platz 1 sogar. Dann bist du Platz 1. Dann bist du Platz 1. Hast noch 100 Gramm. Fehlen dir zu Platz 1. Genau. Und bloß noch einen Zinker und der Kalkkörper vielleicht die Tipps noch mitgeben, dass die auch die Chance haben. Genau. Ja, und Alex. Und Alex, ja. Genau. Okay, spielt er auch noch heute Abend? Dann. Ja, ja. Hat er mir heute Morgen gesagt, er will heute Abend spielen. Okay, ja. Ne, hier beißt jetzt gerade nichts mehr. Ich muss noch schnell einen Spot wechseln, aber ich habe nur noch 1 Minute 30. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Ne, das ist knapp jetzt. Ja, immer so 2 Fische, ne? Und dann wechseln. Ja. Also 3 ist dann schon... Da der dritte noch so schnell beißt, ist ja die Frage. Ja, das war's. Wenn jetzt kein Zuppler mehr kommt, dann war's das. Gut, machen wir die Route mal raus. Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Nochmal danke an Lutzemai, Nadine und den Tim. Dankeschön. Und ja, Platz 4 jetzt erstmal. Mal gucken, wie es denn ausschaut morgen früh um 10. Ja, gut. Ja, jetzt kommt hier nochmal das Ergebnis. Also mein leichtester war 596, also da wäre noch... Bisschen was drin gewesen, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja, und dann würde ich sagen, ja, mal gucken. Wenn ich es nicht schaffen sollte, ja, dann seht ihr noch ein anderes Qualify. Ansonsten sieht und hört man sich dann beim Halbfinale am Samstag. Gut, ja, dann erstmal vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.